Wir zerlegen jetzt einfach mal alles, das was ich nicht brauche, sonst werden wir närrisch. Und ja, ja, hätte ich jetzt fast die falschen zerlegt. Ehrlich. Hier, die Grünen sind nämlich nachgerutscht. So, Klamotten. Hopp. Wir können erstmal den ganzen Kloster-Rahmen zerlegen und den blauen Scheiß aufheben. Auch weg. 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 Das ist hier noch, ne? Witcher Dry. Witcher Dry. Weg. Weg. Oh, das bringt sogar. Wir müssen sogar ein paar blaue Sachen zerlegen. Bringt einfach mehr Punkte, also andere Komponenten, damit sagen. Ist halt mega insane, dass man aus Versehen wahrscheinlich seine ganzen Klamotten hier zerlegen kann. Und auch die, die man anhat, aus Versehen. Ausgerüstet. So, jetzt wird's kritischer. Zack. Zack. So, das habe ich ausgerüstet. Die habe ich ausgerüstet. Die kann. Das kann weg. Das kann weg. Hier eigentlich nie. Ach so, weil es noch unter Klamotten zählt. 10,1, 10,1, 10,1. Habe ich jetzt mehrere Mal das gleiche gefunden. 10,1, 10,1. Ja, krank. Das behalten wir auf jeden Fall. Das kann auch weg. Und Level 7, Level 7, Level 7 ist alles Level 7 hier, ne? Mal schon mal wegcraften hier alles. Level 7 werde ich dann das anlegen. Tada! Aufgeräumt! So schnell geht's. So schnell geht es. So. Machen wir das Ganze mal. Verbrechensmeldung. Das machen wir doch immer gerne. Warum muss ich denn jetzt da außen rumlaufen? Kann ich nicht hier einfach mitten durch? Es tut mir so leid. Ja, mir auch. Mir tut auch so einiges leid. Hallo? Na toll, sind die Kriminellen. Pickel aus dir weg. Eins Maul! Oh, daneben. Alter, wow! Entweder schieße ich extrem schlecht oder er ist echt gut extrem ausgewichen. Ich glaube, eine Kombination aus beiden. Haben die den Arm abgemurkst? Nicht gesendete Nachricht. Joe, das ist wichtig. Das Ende naht. Ich kann ihre Stimme hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Meine Zeit ist gekommen. Aber irgendwer muss meine Mission fortführen. Geh zu diesen Koordinaten. Dort findest du die Tech, die ich ihnen geklaut
habe, denen, die uns ausspioniert haben, weckt die Leute auf. Es ist Zeit, die Barrikaden aufzustellen. Die Konzerne wollen Blut sehen. Oh. Zitate von Doc Paradox. Ich muss mal ab und zu mal auf mein Handy gucken. Damit ich meinen Kollegen nicht verpasse. Wir bauen künstliche Städte im Orbit, laden unsere Gedanken in integrierten Schaltkreise runter, programmieren allmächtige KIs, aber wir können keine Impfungen gegen Grippe finden. Wisst ihr warum? Weil die Konzerne die Natur zerstören wollen. Denn die Natur vergibt keine Patente oder Urheberrechte. Also essen wir Huhn aus dem Reagenzglas und Pflanzen aus dem Labor. Sogar die Rechte für Photosynthese haben sie sich schützen lassen. Genug ist genug. Wir müssen Stopp sagen, bevor die sechste Auslöschung uns alle ausradiert. Glaubt ihr, die machen beim Essen Halt? Was ist mit unseren Körpern? An denen gibt es nichts, was sie nicht abschneiden, verbessern, modifizieren können, damit jeder Atemzug und Herzschlag Profit bringt. Und was ist mit euren Kindern? Aus Sicht der Konzerne sind sie unerschlossenes Potenzial, verschwendete Güter. Schon bald überzeugen eure technofaschistoiden Herrscher euch davon, dass Kinder kein natürliches Recht, sondern ein Privileg sind, für das ihr zahlen müsst. Das Wasser, das ihr trinkt, das Essen, das ihr esst. Sie verseuchen es mit Chemikalien, die eure Fruchtbarkeit senken, damit sie bald Babys in Wassertanks ausbrüten können, mit Seriennummern auf der Stirn. Ernährt durch ein Kabel statt einer Nabelschnur. Macht die Augen auf, kommt zu euch, bevor es zu spät ist. So, ich muss jetzt hier mal kurz diese Musik ausmachen. Die macht mich ganz fuchsig. Dringend. Sie durchqueren die Badlands und Trucks, ja? Aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloide? Nein, sag ich euch. Keine Reptiloide, sondern Werwölfe. Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit und Wurzeln schlagen. Was? Schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Ach so, die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. So macht das Sinn. Gewöhnliche Itemkomponenten. Ja gut, jetzt haben wir die natürlich gerippt. Ja, wir werden mal die Waffe ablegen, das ist vielleicht immer ganz gut. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Jemand sollte vielleicht die Polizei rufen. Ich habe jetzt hier diesen... Wer weiß, was auf dich wartet? Ich war doch gerade da drinne. Ich habe diesen Bezirk jetzt schon einigermaßen klar gemacht. Vor allem, je weiter man rauszoomt, desto erträglicher wird es. Und je weiter man reinzoomt, desto mehr denkt man sich, what the fuck, ich will dieses Spiel nie beenden. Guckt euch das mal an. Da ist auch noch ein Gangüberfall. Ich werde mich mal dahin aufmachen. Feindliches Gebiet, alles klar. Hast du das jetzt nicht markiert? Ah ne, er hat die Markierung schon umgesetzt, alles klar. Ich werde jetzt mal speichern. Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchtig, Dösericius. Denkst du, so ein kleiner Zungenschnalzer macht mich fertig, oder was? Alles gut. Ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Wie gesagt, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Achso, ja, ich wollte hier irgendwas befreien, ne? Dachte er. So, performancemäßig hat sich ein bisschen was getan. Also, ich habe knappe 10 Frames mehr. Hey, hast du eine Kippe? Was? Du hast mich gerade nach der Kippe gefragt. Die hat mir gegeben. Ich habe bestimmt noch welche irgendwo. Voll wichtig! Wichtig, dass du dich benimmst! Sonst kommen die Tigers. Ich sehe, der Loot-Bug ist immer noch vorhanden. Ey, warte, da was?
Die Lootbug ist halt immer noch drinne. Also sie haben einiges gepatcht, aber das haben sie offensichtlich immer noch nicht hingekriegt. Barakuda, grüß dich. In welcher Auflösung und in welchen Details auch mit RT oder DLSS spielst du? Ich kann es nochmal gerne zeigen. Oh, gucken wir mal. Ich bin übrigens ein sehr schlimmer Messi. Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Hier kann ich mich quasi reinhacken, ne? Aber Essen brauche ich halt nicht. Stimmt, da gab es ja was. Gehen wir erstmal rein. Ich habe keine Ahnung, was die Quest hier uns erwartet. Einige gestohlene Medikamente. Ich habe meine Vorschau nicht an, weil ansonsten das Bild ruckelt, aber ich hoffe, ihr habt genauso einen Blendeneffekt gerade wie ich. Ich habe, glaube ich, gar keine. Habe ich eine stärkgedämpfte Waffe? Ich möchte sagen, ich hatte irgendwas mit Schalldämpfer. Ich will keine Pistole. Ach nee, doch. Gesilenced. Gut. Ich möchte natürlich, dass ihr die maximale Grafikqualität genießen könnt. Weit über Cyberpsychose. Ich habe die Nase voll von sinnlosen Amokläufen, die tägliche 100 Unschuldige das Leben kosten. Ich habe die Nase voll von leeren, immer gleichen Diskussionen um Implantatverbote. Ich habe die Nase voll davon, dass das Problem der Cyberpsychos totgeschwiegen wird. In der heutigen amerikanischen Gesellschaft gibt es immer noch weit verbreitete Gerüchte und Missverständnisse bezüglich sogenannter technologiebezogener Persönlichkeitsstörungen. Leute scheinen zu glauben, dass sie sich in zwielichten Ripper-Doc-Kliniken anstecken können. Wissenschaftler sind sich angeblich uneinig über die Ursachen der Krankheit. Ja, sogar darüber, ob sie überhaupt existiert. Vielleicht würden sie ihre Meinung ändern, wenn ein Cyberpsycho ihr Labor in ein Schlachthaus verwandelte. Doch wer weiß, vielleicht selbst dann nicht. Schließlich erhalten sie die fetten Schecks von der Cyberware-Lobby nicht, um öffentlich zu erklären, welche ekelhaften Nebenwirkungen ihre Produkte haben. Ich habe selbst auf dem Gebiet der Cyberpsychose geforscht und kann mit größtem Selbstbewusstsein feststellen, dass diese Krankheit in der Tat eine Begleiterscheinung unserer modernen Lebenswandels und der an Besessenheit grenzenden Gier nach moderner Technik in unser aller Leben ist. Wenn kybernetische Implantate unsere Hirnchemie direkt beeinflussen, dienen sie nur als Katalysator für die Entwicklung der Krankheit. Unsere Welt ist aktuell einem Prozess exzessiver Entmenschlichung ausgesetzt. Wir umgeben uns mit immer mehr Automaten, Maschinen und künstlichen Intelligenzen. Unsere Familien und Freunde ersetzen ihre natürlichen Augen, Lippen und Gesichter durch Masken aus Metall. Einige von uns verlieren gar den rechten Blick dafür, was noch menschlich ist. Wir rutschen immer tiefer in die völlige Entfremdung und tiefsitzende Panik ab. Wir verlieren die Fähigkeit, zwischen dem Echten und dem Künstlichen, Digitalen und Synthetischen zu unterscheiden. Betroffene fangen an, sich abzukapseln, ihre Empathie zu verlieren und durchleben extreme Stimmungsschwankungen, die schon an Sadismus grenzen. Die furchteinflößendste Komponente in all dem ist jedoch, dass die meisten nie identifiziert werden. Nicht alle Cyberpsychos sind bekannte Kriegsveteranen oder ehemalige Söldner, ausgerüstet mit was mit Sandevistan-Reflex-Tech. Nicht alle werden auffällig, weil sie sich Gefechte mit Max-Tech liefern. Viele Cyberpsychos unserer Welt tragen nur ein einziges Implantat in sich, zum Beispiel Knie oder Leber. Sie bleiben unsichtbar, kapseln sich von Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern ab. Die Welt außerhalb des Netz und außerhalb ihrer Wahnvorstellungen ist aus ihrer Wahrnehmung verschwunden. Sie sind krank und allein und niemand rührt auch nur einen Finger. Wer an dieser Stelle eine eloquente Zusammenfassung erwartet, wird leider enttäuscht. Viele lassen sie einfach folgenden Fakt für sich sprechen. Weil ich das ja verfasst habe, wurde ich aus dem Kybernetik-Forschungsteam von Zetatech ausgeschlossen. Heftig. Heftiger erstmal Monolog zum Einstieg. Willkommen bei Cyberpunk. Ich lese natürlich die Dialoge und so vor, weil uns geht es ja hauptsächlich, also mir geht es hauptsächlich um die Story in dem Game. Mir brennen sich diese Texte immer übelst in die Netzhaut, ne? Das ist ja heftig, ey.
Wundere mich, dass hier noch keiner auf mich geschossen hat. Erstmal alles mitnehmen. Was wirklich im Asaka Tower geschah. Falls Militech wirklich hinter dem Attentat auf den Asaka Tower im Jahr 2023 steckte und falls es Beweise dafür gibt, warum hat Asaka dann nicht zurückgeschlagen und eine Atombombe auf Militech geworfen? Geht mittlerweile außer Frage, dass die Bombe von Militech hergestellt wurde, aber das heißt nicht, dass Militech sie auch gezündet hat. Gebe zu, dass ich kein Fan von der beliebten Theorie bin, dass Johnny Silverhand, der kontrovers diskutierte Rockerboy, hinter der ganzen Sache steckte. Überhaupt bin ich kein Silverhand-Fan. Punkt. Silverhand war ein Poser und ein Aufschneider und nicht jemand, der auf sein lautes Geschrei auch Taten folgen lassen würde. Ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht, dass Silverhand für so eine Aktion die Eier gehabt hätte. Denken wir doch mal ganz logisch darüber nach. Wer hasst Konzerne am allermeisten? Nomaden natürlich. Erinnert ihr euch noch an diesen beliebten BD Badland Raid aus den 20ern, in dem eine Gruppe Nomaden einen Militech-Konvoi überfällt? Einmal dürft ihr raten, wann der rauskam. Genau, am selben Tag wie der Angriff. Zufall? Wohl kaum. Ja, klar taucht Silverhand für 3 Sekunden in dem BD auf, aber das war doch bloß ein Werbetrick. Ohne ein bekanntes Gesicht hätte doch niemand einen BD gekauft, der von ein paar Kaktus, das möchte ich so nicht vorlesen, gemacht wurde. Viel interessanter ist doch die Hauptdarstellerin. Warum hat man sie danach nie in irgendeinem anderen BD gesehen, obwohl Badlands Raid sich so extrem gut verkauft hat? Wo war sie während des Bombenangriffs? Wir haben Johnny Silverhand bei Silverhand noch nicht getroffen, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die mittlerweile das umgestellt haben, dass man jetzt auch sich separat einkleiden kann, um die Dinge zu übernehmen. Also die Stats. Man läuft ja immer, also damals lief man noch rum wie ein Zirkusclown. Kann das schon wieder nicht aufheben. Also die haben doch so viel gepatcht mittlerweile, warum? Warum das nicht? Manchmal hat man irgendwo so einen Sweet Spot, wo man dann es doch dann aufpicken kann, aber aktuell geht's nicht. Das ist wirklich Schüsse. Kann man hier überhaupt alles? Was? Der Heimwerker Leitfaden, eine Bombe aus gängigen Queen-Zutaten? Was? Die Menschen sind voller Unzufriedenheit, aber es fehlt ihnen an Entschlossenheit, etwas dagegen zu unternehmen. Sie meinen, um in dieser Welt ihren Fußabdruck zu hinterlassen, müssten sie sich jahrelang bilden oder tolle Fähigkeiten aneignen. Tun sie also richtig daran aufzugeben und den Willen zu verlieren, für das einzustehen, was ihnen wichtig ist? Nein. Es gibt eine simple und doch effektive Methode, den eigenen Namen mit Getöse in die Geschichtsbücher der Zukunft einzubrennen. Und zwar, indem man sie eine Bombe bauen. Klingt schwierig, ist es aber nicht. Alle zum Bau eines außergewöhnlich tödlichen Sprengkopfs notwendigen Zutaten finden sie in ihrer Küche. Wenn Sie diese Anleitung lesen, sollten Sie Folgendes nie vergessen. Was Sie tun, ist billig und trotzdem effektiv. Alle Komponenten sind frei verkäuflich, Sie werden also keinerlei Verdächtigungen auf sich ziehen. Falls notwendig, sind alle Komponenten leicht wieder zu entsorgen. Gut, ich habe jetzt gedacht, hier gibt es eine Anleitung, aber wahrscheinlich nicht. Wundert ja eher, dass hier keiner unterwegs ist. Ins Inventar hier. Wie ich aussehe. Und möchte gern. Und möchte gern Zuhälter. Oh Mann, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und zwar haben wir ja ein bisschen was an Waffen eingepackt.
paar Pistolen, oder? Aber ich sehe schon, ich habe nicht das Level dafür. Der Klassiker. Ab und zu gucke ich mal rein und ändere es dann. Dies, also meine Ausrüstung. Habe ich nicht noch gerade was anderes zum Öffnen? Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Keine Bewegung, verdammt! Ganz gut. was? Ich wollte mit ihm reden. Warum will er nicht mit mir reden? Nein, 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 das kann nicht wahr sein! Bitte, ja, gut los, Scheiße. Oh Mann. Okay. Ich bin noch ein bisschen. Ich bin neu in dem Game. Aber das ist gut. Dann können wir gleich nochmal mit ihm reden. Ist auch wieder irgendwas dahinter gebackt, ne? Wir reden einfach ganz normal mit ihm, vielleicht will er uns ja nicht direkt umbringen. Ja, aber die Buggy-Items bleiben buggy. Natürlich ungeil. Ah, das ist natürlich jetzt hier im Schnelldurchlauf, weil wir es ja schon alles gelesen haben, etc. pp. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier eine Speicherfunktion gab. Muss ich mir auch nochmal dann ansehen. Hier alles. Ganz typische Wohnung halt, ne? Da liegt auch einfach mal die halbe Decke im Wohnzimmer. So, versuchen wir nochmal ganz charismatisch. Die kann ich auch nicht aufheben. Übrigens die gleiche, die unten liegt, ne? Hier. Öffnen verschlossen. Was ist da hinten? Spiel speichern. Ich will noch mal kurz gucken in der Steuerung. Ich glaube, ich schon mal gesucht, ne? Brandons, da sind wir noch nicht mal reingekommen, ne? Oberfläche. Speicher mal kurz. Boss, denke ich nicht. Er speichert ja eigentlich immer an den relevanten Punkten. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Ist ein Auftrag von einem Fixer. Nichts Persönliches. Gib mir die geklauten Meds und ich bin weg. Geklaut? Das Baloperidol wirkt nicht. Also, wer klaut hier von wem? Wer? Ripper Dogs.
Die sind die Verbrecher. Baloperidol? Für Cyberpsychose? Ich bin nicht irre, verdammt! Ganz ruhig. Klappe! Geh weg! Wenn sie bei dir eh nicht wirken, gib sie doch einfach mir. Du bist so wie die! Ripper, Politiker! Genau wie dieses Arschloch Haut! Mir fallen da schon Unterschiede ein. Schnauze! Der Bastard hat von der Forschung gestohlen! Dem sind die Kranken scheißegal! Aber bald finde ich ihn. Mach ihn kalt. Ein toter Politiker ändert überhaupt nichts. Doch! Diese glatzzüngigen Teufel werden es danach nicht wagen, ihr Volk noch einmal zu betrügen! Schluss damit! Mir reicht's! Die können uns nicht so behandeln! Die dürfen uns nicht mehr benutzen! Es ist Wahlkampfsaison. Der Erste, der nach Holz tot die Antipsychoschiene fährt, gewinnt die Wahl. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Die Leute werden das verstehen. Das System wird zerfallen. Die werden dich jagen. Dich und alle von deiner Sorte. Cyberpsychoterrorist auf der einen Seite, medienreitende Politiker auf der anderen. Wer wird da wohl gewinnen? Geh. Du weißt, ich kann nicht ohne die Metz. Da drüben. Ich will allein sein. Das haben wir doch gut gelöst. Gleich im ersten Versuch. So sollte das laufen. Oh, hier sind die Medikamente drin. Hört es dich, wenn ich hier ein bisschen was mitnehme? Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, ne? Kann ich mit ihm reden? Er will wohl nicht mit mir reden. So. Aber... Pumpmittel für Sport hat er da, okay. Wenn ich hier ganz unauffällig an den Rechner gehe. Weil dann was merkt oder sagt. Treffen. Von Liam Tyler an William Harbe. Weißt du, dass unser letztes Treffen schon 2 Monate her ist? Alle fragen nach dir. Kommst du Donnerstag um 7 und redest mit Mike und Sarah? Oder setz dich wenigstens dazu und hör zu? Ja, oder setz dich wenigstens dazu und hör zu. Und denk dran, PTBS ist nichts, weswegen du dich schämen musst. Wir haben das alle durch. Wir kennen den Schmerz. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Wenn dir diesen Donnerstag nicht passt, verstehe ich das. Aber versuch wenigstens wieder in die Routine reinzukommen, okay? Und wenn du erstmal nur mit mir reden willst, ist es auch okay. Du hast ja meine Nummer. Ich würde dich gerne wiedersehen. Nein, Liam, ich habe genug von eurem Verständnis und all dem tröstlichen Schultergeklopfen und von eurem Selbstmitleid. Reden bringt überhaupt nichts, Taten aber schon. Mach keine Dummheiten, okay? Wo wohnst du jetzt? Ich könnte vorbeikommen, wir könnten über deine Gefühle sprechen. Bill, wo bist du? Okay. Ist okay, wenn ich deine Nachrichten lese, ne? Was bezahlt oder dein Kopf explodiert? Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy. Hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Net warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Co-Prozessor gehackt, eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst macht's Rums in deiner Birne. Ich denke, 1000 Euro Dollar sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, installiere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jag ich deinen Kopf in die Luft. Aber vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Wenn du das NCPD rufst, jag ich deinen Kopf 2-mal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekamera in deine Optik eingebaut habe. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis ist nicht verhandelbar, Kumpel. Also antworte gar nicht erst. Bezahl einfach und du wirst überleben. Ja gut,